Explosionen auf der A2. Am Dienstag um kurz nach 12 kracht ein LKW kurz vor einer Baustelle in mehrere stehende Fahrzeuge. Feuer bricht aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brennt auch ein Gefahrguttransporter. Ein Video eines Augenzeugen zeigt immer stärkere Explosionen. Autofahrer fliehen. Die Lage absolut gefährlich. Wir sind gerannt. Wir sind einfach nur nach hinten gerannt und haben gesagt, selbst die Autobahn, die Straße, die bebte. Es war wie ein Erdbeben. Und da haben wir nur gesagt, renne nach hinten und bring dich in Sicherheit. Lass das Auto stehen. Nach Bildinformationen kommen bei dem Unglück mindestens 2 Menschen ums Leben. Für die Rettungskräfte ein schwieriger Einsatz. Von dem LKW selbst bleibt kaum etwas übrig.